Eine extrem spannende Weiterentwicklung der Fotoemissionstomographie ist uns in einer jüngst in Science erschienenen Arbeit gelungen. Und zwar haben Kollegen der Uni Marburg in Deutschland dabei ultrakurze Laserpulse verwendet, um Elektronen aus organischen Molekülen rauszuschießen. Dabei gelingt es, ähnlich wie bei Stroboskopaufnahmen, räumlich und zeitlich aufgelöste Bilder von Molekülorbitalen zu generieren, die aus diesen experimentellen Daten mithilfe von theoretischen Untersuchungen aus meiner Gruppe rekonstruiert werden konnten. Das ist deshalb wichtig, weil man damit die elementaren Prozesse, die in organischen Solarzellen ablaufen, räumlich und zeitlich auf einer Femtosekunden-Zeitskala studieren kann. Und damit birgt es die Chance, solche organischen Solarzellen in Zukunft noch weiter zu verbessern.